Weil wir sind ja schon im vierten Akt, im vierten Kapitel. Genau. Ja, gut. Beinahe unter meiner Würde. So, es ist dunkel in der Nacht. Du bist ja ein Kumpel. Wir machen einen Quick Save und Ich hab schicken genug davon. jetzt Imolen einmal um den Block. In die Häuser reingucken. Ah, Kurtisanen sind wir wieder unterwegs. Jo. So. Ich hab genug davon. Hier unten ist schon mal niemand, das ist gut. Dann können wir hier in Ruhe uns umschauen. Oh, ein Mondstein. Den nehmen wir mit. Dann gucken wir nach oben. Denn ich verschwinde Hier jetzt. scheint auch niemand zu sein. Außer vielleicht er schläft. Also in dem Zimmer ist niemand. Hier im Bad ist auch niemand. Ich höre eigentlich gerade jemanden schnarchen, aber ich sehe niemanden. Ein Kurzschwert interessiert uns nicht. Und 35 Goldmünzen interessiert uns auch nicht wirklich. Also den Leuten lasse ich hier Gold liegen, außer sie haben wirklich ein Herrenhaus. Da nehme ich auch das Gold mit. Ich hab genug davon. Weil Imoen denkt sich, die Leute brauchen es dann nicht. Aber solche Leute brauchen es dann eher. So, gucken wir hier rein. Denn ich verschwinde Das jetzt. hier ist zum Beispiel ein armes Haus. So sieht es jedenfalls aus. So viel zum armen Haus. Das sind viele, viele Edelsteine gewesen, gerade eben, die wir dann bei Feldpost verkaufen können. So, gehen wir einmal unten rum. Also ja, ich latsche das Ganze hier mit Immoin einmal ab und ich speichere zwischendurch auch immer wieder, damit ich das nicht nur alles nochmal machen muss, wenn ich doch mal unvorsichtig werde. Damit wir jetzt Berikost auch endlich mal abschließen können. Dumm. Und ich euch mal das Gesamtbild von Berikost ohne die schwarzen Schatten zeigen kann. Weil das ist, wie gesagt, auch eine Sache, die ich am Baldur's Gate immer so toll fand oder immer noch toll finde. Die Gebiete, da haben sie sich mit den Details und alles richtig schön viel Mühe gegeben, dass das Ganze auch ein bisschen lebendig und abwechslungsreich wirkt. Also gerade auch hier diese Kirschbäume hier, das müssten Kirschbäume sein, die gerade blühen. Schätze ich mal. Ist halt schlecht zu erkennen bei der alten Grafik. Aber hey, ein bisschen Fantasie muss man auch haben bei solchen Spielen. So, jetzt habe ich noch 3 Häuser und dann sind wir fertig mit Berikost. Ja, und ich kann euch schon mal das Gesamtbild zeigen. Das sieht nämlich so aus. Das sieht wirklich aus wie eine hübsche kleine Stadt und jedes Haus ist begehbar. Jo. Gucken wir mal in das Haus. Hier lang. Hier scheint auch niemand zu sein. 4 Goldmünzen ist nichts. Und hier ist niemand. Gucken wir mal nach oben. Das hier ist auf jeden Fall schon ein etwas nobleres Haus. Hier lang. Da kommt Imoen vielleicht auf die Idee, sich etwas zu bedienen. Genau, zum Beispiel eine Silberkette. Bücher brauchen wir nicht. 11 Gold brauchen wir auch nicht. Hier schlafen jetzt Leute. Eine Frau und ein Mann. Ja, getrennte Betten für ein Ehepaar. Ja, schlaf schön weiter. Ich hab genug davon. So. Denn ich verschwinde jetzt. Und die letzten beiden Häuser. Das hier sieht zwar wieder etwas ärmer aus. Hier lang. Aber man weiß nie, was man hier findet. 7 Gold ist nichts.
Und hier ist auch nichts. Okay. Der Kamin brennt zwar, aber es ist keiner zu Hause. Die Leute sind wohl gerade frische Luft schnappen. Hä? Gut, gucken wir ins letzte Haus und dann haben wir Berikost endgültig abgeschlossen. Oh. Das sieht nach einem etwas nobler, etwas anderem aus. Was? Als einem normalen Haus. Ich glaube, da gucken wir gleich mal mit der ganzen Gruppe rein. Das sieht nämlich aus wie ein Laden. Nichts leichter als das. Quicksafen wir mal. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Also Imoin guckt sich hier im Lagerraum hier mal um. Da wäre ein Haufen Gold. Und die Fässer hier lassen wir mal in Ruhe. Oh. Da waren ein paar Edelsteine drin. Und hier in den Regalen ist hier was. Solange wir nichts aufbrechen, gilt es nicht als Klauen. Das haben wir schon mal festgestellt. Vor allem, weil in den Regalen gar nichts ist. Was ist das für ein Laden? Der hat gar nichts in den Regalen. Naja, außer den Ramsch vielleicht. Aber was Wertvolles hat er hier nicht liegen. Okay, wer bist du denn? Ich bin Kegane. Was kann ich für euch tun? Seid gegrüßt, ich bin Kegane. Was kann ich für euch tun? Was ist das überhaupt für ein Laden? Mein Geschäft ist der Geleitschutz. Ich nehme Söldner in meine Dienste, die für das sichere Geleit der Karawane auf dem Wege von Arm nach Baldur's Tor sorgen. Ich bin momentan auf der Suche nach ein paar fähigen Schwertkämpfern. Ihr sollt von mir guten Lohn erhalten. Es sieht danach aus, dass eine unter meiner Schutzstehende Karawane nie in Baldur's Tor angelangt ist. Ich muss wissen, was ihr unterwegs zugestoßen ist. Ihr seht wie kräftige Krieger aus. Wollt ihr diesen Dienst für mich übernehmen? Sicher, wir brauchen immer mehr Geld, erzählt uns mehr. Das ist gut. Ich hatte in der letzten Zeit eine Menge Probleme mit den Räubern und Banditen. Aber die haben sich immer nur die Waren geschnappt und die Karawane dann ziehen lassen. Die Angehörigen einiges... Die Angehörigen einiger der Passagiere dieser Karawane rücken mir ganz schön auf die Pelle. Schließlich war es die Aufgabe meiner Söldner dafür zu sorgen, dass alle Wohlbehalten in Baldur's Tor ankommen. Normalerweise ist mir so ein dämliches Gewinse völlig Schnurz, aber einer der Passagiere war der Sohn von Edna Silberschild und in diesem Teil der Welt ist ein Wort Gesetz. Wollt ihr die Sache nun übernehmen oder wollt ihr nicht? Sicher, sobald ihr uns sagt, wie viel ihr uns zahlen wollt. Ihr seht alle jedem von euch 30 Goldmünzen und ihr bekommt einen Teil von der Beute, falls keiner mehr am Leben ist, der Anspruch darauf hätte. Hört sich gut an. Es freut mich, dass ihr die Klugheit besitzt, eine so gute Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Einer meiner Untergebenen wird sich in meiner Abwesenheit um die Geschäfte kümmern. Ziehen wir also los? Nein, gehen möchte ich definitiv nicht in der Gruppe haben. Denn ich weiß, dass Kegane... Ich hab keinen Bock zu reden. Ihr seid ganz schön hart im Leben. Wenn ihr mal wieder ein bisschen Zwergenunterstützung braucht, habt ihr sie. Jo, Kegane. Wir haben uns mit Kegane verbündet, einem Zwerg, der auf der Suche nach einem verschwundenen Mitglied der Edelleute ist. Es handelt sich um den Sohn von Enta Silberschild, weshalb er wirklich großen Wert darauf legt, das Kind zu finden. Ja, da muss ich hinzufügen, weil das wahrscheinlich sonst niemals als Licht kommt. Jedenfalls in der Originalversion ist diese Quest nicht wirklich vorhanden. Also wir können gehen mitnehmen und wir müssten in das Gebiet nördlich, hierhin. Und sobald wir uns dort lang genug umgesehen haben, meint er, wir werden die Karawane niemals finden und wir können was anderes machen. Und damit wäre die Quest abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob die Quest in Unfinished Business richtig funktioniert. Falsch, hier ist drüben ist der Ausgang.
Das werden wir nachher herausfinden beim zweiten Beinahe Durchgang als Barde. So, dann würde ich vorschlagen, wir verlassen die Karte irgendwo über den Rand. Hier ist ja noch nicht ganz aufgedeckt, sehe ich gerade. Immerhin hat geschludert, schäm dich. Und dann reisen wir erstmal zum Tempel. Kurz heilen. Obwohl, ich glaube, wir brauchen gar nicht zum Tempel reisen und kurz heilen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Das können Emoen und Yahira und Talisa schnell übernehmen. Wenn wir Mantelwald nicht ankommen, müssen wir eh wahrscheinlich noch mal rasten. Ihr habt eine Aufgabe. Emoen ist auch etwas verletzt. Ja? So, hast du noch Heilung? Ja, du hast noch Heilung für Minsk. Was? So, noch eine Heilung auf Minsk. Und noch eine Heilung auf Minsk. So, und wir sind voll geheilt, ohne Geld ausgeben zu müssen. Nichts leichter als das. So, dann heißt es jetzt ab in den Mantelwald. Ab zum freundlichen Arm und vom freundlichen Arm über den Mantelwald. Gut. Ja, der Mantelwald ist ja noch gar nicht freigeschaltet. Dafür ist der freundliche Arm frei. Ja. Schade, dass wir das Fleckchen hier nicht aufdecken können. So, ab in den Mantelwald. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Ihr habt wie befohlen. Okay, Waldschrate. Für die Gruppe. Wir nur. Du bist, ich hab genug davon. Meine Klinge wird euch stutzen. Da hat es Kalle den Gift erwischt. Ich bin wirklich. Okay. Ihr habt eine Aufgabe. Jetzt hat es Khalid nochmal mit dem Gift erwischt. Okay. Schon erledigt. Du musst entgiften. Nee, das ist mir zu doof. Das ist mir definitiv zu doof. Autosave. Kann ich euch unter meiner Würde. Mantelwald. So. Quick Save. Noch einmal rasten. Oh, und Spinne. Spinne gibt wenigstens Erfahrungspunkte. Nebenbei Erfahrungspunkte. Aber wir nähern uns langsam der nächsten Stufe. Stufe 5 schon. Weil Talisa ist ja immer noch nur reiner Kleriker im Augenblick. Der Kämpfer ist immer noch deaktiviert. Das heißt auch, dass unser ETW, auch wenn er 14 ist, immer noch drunter leidet. Bei einem ETW von 10 und 11, zum Vergleich, sind wir genauso gut wie Yahira. Nur Dyna hier hat einen schlechten ETW. Schlechteren. ETW. So. Ja. 8 Stunden geruht. Jetzt können wir uns hier im Mantelwald umsehen. Und man hört schon, die Musik ist um einiges dramatischer. Ja, der Mantelwald kann eine Weile dauern, weil das nicht gerade das kleinste Gebiet der Welt ist. Wie man hier schon sehen kann, an der Größe der Map. Also da hatten wir schon Maps, die wesentlich kleiner sind. Oh, Tasnui. Das ist auch eine Sache, auf die wir achten sollten, weil es hieß, dass Tasnui im Mantelwald einen Typ im Berigost was geklaut haben. Ja, komm her.
davon. Was ist das Problem an Gegnern, die wegrennen? Bingo. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Der da hat einen Mantel verloren. Gerade der letzte, der weggerannt wäre.